Dann werden sie schon meine Klinge spüren. Ich wär wieder in die falsche Richtung gelaufen, wenn ich stehen geblieben wäre. Wenn ich nicht stehen geblieben wäre. Wäre. So. Jetzt wird ein Zudruss. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Was ist gut? Corellia ist. Ja, was ist Corellia? Corellia ist irgendwie so lala. Ich weiß nicht. Ist irgendwie. Was heißt, ist nichts Halbes und nichts Ganzes, bis auf einen gigantischen, absolut übertrieben großen Ladebildschirm. Ansonsten, ja, geht das eigentlich? So, Corellia ist interessant, mehr nicht. Was gibt's denn sonst dann noch? Compelsavis? Was? Dann Corellia? Nach Corellia, was kommt nach Corellia? War Corellia der letzte Planet? Oder nicht? Verdammte Axt. Ich weiß, dass ich damals zu 50er-Zeiten oftmals auf Corellia 50 geworden bin und dann alles abgebrochen habe. Was heißt oftmals? So manches Mal. Oder einmal mindestens erinnere ich mich daran, das war. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Charakter das war. Mein Schurken? Vielleicht war es mein Schurke. Ist ja auch vollkommen egal. Habe ich da alles abgebrochen. Aber ansonsten, ich komme gerade nicht mehr drauf. Was war das nur? Nach Corellia. Ich glaube, nach Corellia kommt dann der Abschluss der Story Quest. Erstmal nach Hoth. Müsste dann der Abschluss des zweiten Kapitels kommen, glaube ich. Oder war es noch Belsarvis? Ach, verdammt, wir werden es ja sehen. Wir werden es sehen. Mach dich bereit, Ashara. Mach dich bereit. Aber ich werde trotzdem erstmal, sobald ich unten bin, schauen, ob ich ein bisschen besseres Equip für Ashara bekomme. Für meine Wenigkeit auch. Je nachdem, so teuer ist das ja. Oh, verdammt, ich habe nur 15.000 Credits. Aber für die Aufnahme sollte es noch reichen. Was mich daran erinnert. An Zeiten, das gab es wirklich. Da war ich zu arm. Das war irgendwann in der Anfangszeit, als ich angefangen habe zu spielen. Da war ich zu arm, um auf Hoth mir ein Taxi vom ersten bis zum letzten Gleiterpunkt nehmen zu müssen. Und dann musste ich da wirklich hinfahren. Und die Leute, die Hoth kennen, wissen, dass das Mist ist. So, wo ist denn das? Stimmhändler, Crewfähigkeitshändler, Spezialgüter. Da, du bist das. Ich kenne das auf der Rap-Seite, kenne ich das ein bisschen besser. Absolut unverständlich, oder? Und ja, Ausrüstung wird auszeichnen. Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Ja, nee. Was haben wir denn hier so alles? 62er, okay. Mal gucken, hast du Handgelenke für mich? Okay, dann schauen wir mal nach. Ältesten Idols, Verteidigungswerte. Nein, Beschützer. Klingenveteran? Klingenveteran ist das, glaube ich. Schauen wir mal nach. Absteigen. Mein Sith Lord. Ja. Fordert mittelschwere Rüstung. Schauen wir mal einfach, ob du das tragen kannst, Ashara. Jawohl. Gefällt mir. Gefällt mir. Was war das jetzt überhaupt? Klingenveteran, okay. Hast du Ohrringe oder Implantate? Nein. Dann werde ich nochmal kurz was anderes gucken. Brust, hast du eine Brust? Natürlich nicht. Dann muss ich natürlich erstmal nur das nehmen, was sie haben. 39, 32, 13. Nike. Dann habe ich den hier noch. Das müsste es dann eigentlich gewesen sein an Mats, was die hier haben. Na gut. Dann schaut mal nach, ob es bei mir noch irgendwas zu verbessern gibt. Kann man ja mal so von Zeit zu Zeit machen, ne? Wird werden das suchende Vorbild. Vorbild, okay. 80, 18, 5. Gut, nehme ich. Du bist. Nein. Eher nicht, ich glaube nicht.
Vorbild. Nehme ich. Gut. Gott. Viel Glück bei der Jagd. Merci. Gut, den werde ich so auswechseln, wie der ist. Aber ich möchte meine andere Maske tragen. Wie teuer ist das? 800, okay, das kann ich mir leisten. Jetzt muss ich echt sparen. Wenn ich ein Level aufsteigen sollte, kann ich mir auf keinen Fall die Skills leisten. Man schaut sich das an. Das schrumpft. Das ist krass. Das ist ja schon... Ach, dann bin ich da 17. Okay, dann war das du. Jo. Genau. Dann war das du. Babadadidadidau. 2016. Gott, nehme ich die hier. Ich schaue jetzt nicht groß rum. Ich möchte jetzt nicht mehr Zeit vergeuden als notwendig. So. Na, wie viel habe ich noch? 43. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. 24. Bist du dir da sicher? Gut, dann haben wir Glück bei der Jagd. Kurz den hier geholt. Schau mal nach, was haben wir hier drin? Nice. Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Ja, nee, ich bin nur hier, um viel Glück bei der Jagd. Dir zuzugucken, weißt du? Okay, das gefällt mir. Ich glaube, ich nehme erstmal wieder den hier. 17, 11, okay. Weil die Brust gefällt mir irgendwie. Dann werde ich die Brust auch noch weiterhin auf dem neuesten Stand lassen. Die finde ich gut. Ich finde die Brust schön. Ich habe eine schöne Brust. Den lasse ich erstmal un... Weil irgendwie finde ich das doof, wenn diese Punkte da oben auf dem Kopf rot sind. Gefällt mir... Missfällt mir irgendwie dann doch. Und es wird Zeit. Dass sie, was sie letztens gemacht haben, dass man auch hier drin mit seiner Karre rumfahren kann. Wird Zeit, finde ich gut. Macht Sinn, macht Spaß. Macht Spaß. Spaß. Ich bin bereit. Yep, ich auch. Sergeant Lauren. Ich suche ein Schiff namens Star Runner. Mein Sith Lord, welche Ehre, welche Überraschung. Es ist eine Ewigkeit her, dass Schiffe auf Hoth gelandet sind. Außer vielleicht bei einem Absturz. Aber der Name Star Runner klingt vertraut. Wenn ich fragen darf, wofür braucht ihr das Schiff? Ihr seid natürlich im Namen von Darth Tanaton hier. Ja, natürlich. Auf der Star Runner waren, Artefakte, die ihm gehörten. Seltsam, das Schiff, an das ich mich erinnere, gehörte zur Republik. Star Runner. Natürlich, das Schiff ist vor Jahren hier abgestürzt. Es liegt mittlerweile unter Tonnen von Schnee begraben. Eure beste Chance? Nein. Gebt mir ein paar Monate, dann kann ich ein Bergungsteam hinschicken. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Das ist viel zu lang, mein Guter. In ein paar Monaten könntet ihr schon tot sein. Gibt es keine schnellere Lösung? Es gäbe höchstens ein Team vom Imperialen Bergungsdienst, das ihr kommandieren könntet, falls ihr das wollt. Die Sache ist nur, dass der verantwortliche Lieutenant etwas seltsam ist. Hat zu viel Zeit in Gräbern verbracht, wenn ihr versteht. Okay, erklär mir das bitte. Ich hoffe, das geht auch noch etwas genauer. Es heißt, dass Lieutenant Talis Drellick bei seiner Arbeit sehr... eigen ist. Er nimmt das alles sehr ernst. Ich fürchte, ich kann Lieutenant Drellick nicht kontaktieren. Das Wetter auf Hoth ist zu schlecht für die Kommunikation. Das Team ist weit draußen im Ödland auf der Suche nach irgendeinem mystischen Sith-Tempel. Ausgerechnet auf Hoth. Viel Glück, mein Lord. Merci, Krokantmeister. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wer. Ich glaube, ich bekomme hier meinen nächsten Gefährten auf Hoth. Einen Heiler-Gefährten. Das wird dann wahrscheinlich auch... Nein, nicht mein letzter. Aber manches Mal bekommt man auf Hoth... seinen letzten Gefährten. Das ist manches Mal so. Ja, bei der Rap-Basis muss man nicht erst auf den Aufzug warten. Weil diese Trollprogrammierer... Nee. Jetzt ist mir eingefallen, ich hätte auch noch nach Waffen gucken können, ob ich irgendwelche Waffen für Ashara finde, aber mit 19 Planetenauszeichnungen dürften so oder so nicht reichen. Und die kaufen...
Boah. Ist das hell. Leute, es ist verdammt hell. Ich will wieder zurück nach Korriban. Ich folge euch. Ja, das finde ich gut, dass du mir auch hier folgst. Habe ich die, muss ich den Gleiterpunkt auch noch aktivieren? Ja, muss ich. Aha. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Ja. Okidoki, dann wollen wir mal sehen, was uns hier so erwartet. Der Machtwandler. Nee. Lord. Da, Lord. So, dann hat das wenigstens einen Sinn. Dann bin ich der kleine Lord. Ah, wer kennt's noch, der kleine Lord? Läuft doch gerade zur Weihnachtszeit oder zu irgendwelchen Feiertagen. Ostern, was, Ostern wird's, ich weiß gar nicht, laufen diese Filme an Ostern auch? Ist ja auch egal. Ist ja auch vollkommen Hupe. Ein Märchen. Ist das nicht schön? Ist das nicht traumhaft? Märchen. Lalalalalala. Der kleine Lord, ja. Ich kann jetzt nicht genau sagen, worum es da geht. Ein armer Junge, der zum Lord wird, glaube ich, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Schon etwas älter, der Film. War gar nicht mehr so schlecht. Ist halt aus der Zeit, als die ganzen Märchen alle verfilmt wurden. So, wenn man dann mal ein bisschen Zeit mit den Feiertagen mit der Familie verbringt. Ist das oben hier? Ist der hier oben? Bist du hier oben drauf? Bist du hier oben drauf? Ja, ich suche erstmal den Gleiterpunkt, um den zu aktivieren. Ich muss hier ja so oder so nicht rein. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Denn es wäre echt eine verfluchte Schande. Na du? Kerenia, Dark Society. Nicht schlecht. Gute Gilde hier auf dem Server, glaube ich. Also auf der Im-Seite, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. So, habe ich mal den Chat angemacht für diejenigen, die da ein bisschen mitlesen wollen. Und schon fertig. Ja. Wie es aussieht, muss ich einen anderen Weg nach unten finden. Denn einen Cheat-Mode gibt's hier nicht. Muss ich da jetzt extra rumfahren? Das kann doch nicht sein. Du hast den Ort Seesteinbiegung entdeckt. Wieso eigentlich Seestein? War hier mal ein See? Oder Seelenstein? Wobei das dann das falsche Spiel wäre. Ob es in The Elder Scrolls eine Seelensteinbiegung gibt? Eigentlich eine interessante Frage. Dafür müsstest du das weiterspielen. Ja. Ja, ich weiß. Kommt noch. Später. Irgendwann. Bestimmt. Nein, das klang jetzt nach zu viel vielleicht. Und ich bin mir recht sicher, dass das auf jeden Fall irgendwann kommen wird. Na, im Moment habe ich mit Star Wars genug um die Ohren. Ja, und halt noch ein paar andere Sachen. Aber seht ihr ja alle soweit. Was bist denn du hier? 46? Okay. Heißt das, dass das hier später noch irgendwie ein Rap-Gebiet ist oder so? Weil meistens sind dann solche Sachen... Naja, gut. Aber das hier ist kein Rap-Gebiet. Da bin ich mir recht sicher. Sprich mit Talos Drellig. Zwingt mich nicht, gegen meine Lehren zu handeln. Das würde ich nicht tun, aber deine Stimme klingt seltsam. So. Du hast zwar keinen Kopfslot, aber dann klingt deine Stimme wieder ein bisschen besser. Ja, mein Sith Lord. Ach ja. Ja, natürlich. Deine Stimme... Jetzt gibt es gerade nicht viel zu bereden. Deine Stimme gefällt mir aber besser als die von, Trigg. Leidenschaft. Frieden, Stärke, Wissen, Macht, Gelassenheit, Sieg, Harmonie, Freiheit, die Macht. Okay, und ich habe gedacht, Trigg redet viel. Aber das hat sich dann ja wohl erledigt, ne? Wir haben jetzt eigentlich hell 1050. Ich werde das einfach nach bestem Wissen und Gewissen weitermachen und dann werde ich, glaube ich, darauf pfeifen, jetzt langsam, ob es neutral ist oder irgendwo... dunkel oder irgendwie sowas in der Art. Ich mache das dann von den Entscheidungen abhängig, ne? So denke ich mal. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Wir sind nah dran, Jungs. Wir finden diesen Tempel. Ich kann es spüren. Rogers, keine Abkürzungen.
denkt an das Salz. Salz ist nicht die beste Lösung, aber es ist das Einzige, was hier draußen nicht einfriert. Und wir müssen diesem Glatteis beikommen. Okay, Lieutenant Relic nehme ich an. Ich suche Lieutenant Talis Drellick vom Imperialen Bergungsdienst. Es ist mir eine Ehre, mein Sith Lord. Ich habe gehört, dass ihr eigenhändig Artefakte des großen Tulak Hort ausgegraben habt. Ich bin eher von der Naga-Sado-Front, aber ich würde zu gerne einmal Erfahrungen mit euch austauschen. Was führt euch nach Hoth? Und wie kann ich euch dienen? Ihr könnt mir helfen, ein Schiff zu finden. Ich übernehme dieses Team, um ein Schiff namens Starrunner zu finden. Ein Schiff. Das ist normalerweise nicht unser Gebiet, aber lasst hören. Vielleicht können wir helfen. Das wäre neu für den Bergungsdienst. Aber Artefakte und ein Geist. Ich habe gehört, dass die Toten unten in den Gräbern reden, aber einen zu sehen... Ich frage mich, ob es möglich wäre, ein Holobild zu machen. Ach, der Typ ist irgendwie sympathisch. Ich finde dich richtig sympathisch, Drellick. Das muss ich sagen. Aber könnte klappen. Muss ihn ja irgendwie an die Schnur bringen, an die Leine bringen, ne? Das würde wahrscheinlich auf die Lichtverhältnisse ankommen. Ja. Dunkler wäre besser. Ingenieur Zorrel, haben wir irgendwelche Suchdroiden, die nicht festgefroren sind? Shalora arbeitet so gut wie immer. Selbst unter diesen Umständen. Sie sieht vielleicht nicht besonders aus, aber sie hat Herz. Ich gehe davon aus, dass der Captain vor dem Absturz einen Notfallsender abgeworfen hat. Damit müssten wir das Schiff eigentlich finden können. Ach, klingt auf jeden Fall simpel. Keine Sorge, ich nehme mich der Sache an. Ausgezeichnet. Ich habe ein grobes Gebiet berechnen können, wo der Sender gelandet sein muss. Meine Männer und ich werden an einer anderen Stelle ein Lager errichten, um die Kommunikationslage zu verbessern. Gebt einfach Bescheid, wenn ihr irgendetwas findet. Cool. Gefällt mir. Der Typ ist richtig sympathisch. Für einen Imp. Nee, seine verrückte Art und Weise finde ich gut. Als ob der irgendwie zu nah an einen Artefakt oder sonst was gekommen ist und seitdem nicht mehr alle Murmeln im Schrank hat. So, finde ich super. Gefällt mir. Richtig sympathisch, der Kerl. Hochgradig sympathisch. Ich meine, der ein oder andere hat ja auch nicht mehr alle Murmeln im Schrank. Erlange die erste Peilkoordinate. Okay, wo muss ich dann hin? Oh, das ist ja gar nicht mal so weit weg. Aber wahrscheinlich muss ich dann irgendwie... Ich hoffe... Muss ich über ganz Hoth hier machen, da was machen, So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, als ich das erste Mal einen Inquisitor gespielt habe, nicht auf Hoth war. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das bedeutet, alles ab jetzt ist neu für mich. So, Ashara hatte ich, glaube ich, schon. Aber auf Hoth bin ich, glaube ich, noch nicht gewesen mit dem Inquisitor. Ziemlich sicher. Ab auf den Hügel. Oh. Auf geht's. Bams. Möge die Macht mit uns sein. Die Macht wird mit uns sein, Kleines. Denn du bist mit mir. Alles, was ich brauch, bist du. Peilkoordinate wird gesucht. Signal angepeilt und Peilkoordinate gefunden. Okay, da oben. Aufsetzen, Ashara. Ab auf mein Schößchen. Bitte, ich hab nichts gesagt. Ich würde niemals mit virtuellen Personen flirten. Das würde ich niemals tun. Gerade wenn es meine Gefährten sind. Das geht nur in die Hose, das geht nicht gut aus. Würde ich niemals tun. So. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Die zweite Peilkoordinate. Mein Sith Lord. Wow. Mal sehen, wie das hier ankommt. Bams. Gib dir Mühe, Ashara.
Gib dir Mühe. Ich tue es nämlich nicht. Ja, habe ich heute schon einen Rüffel für bekommen. Gesagt, habt ihr euch Küppenschuss für Mühe, wie immer in dem Flashpoint. Was, du gibst dir nie Mühe, da muss ich dich auch nicht mehr heilen bei irgendwelchen OPs. Ich so, danke. Halt so ungefähr in der Art und Weise. So, wie weit ist das noch? Muss ich dafür extra die 3 kaputt machen? Ich will nicht. Komm her, du. Peilkoordinate wird gesucht. Das Signal ist zu schwach, um das Ziel anzupeilen. Okay. Warte mal. Ist einer von denen stark oder sind die alle schwach? Ach, die sind alle schwach. Ich mach die mal vorsichtshalber kaputt.